Ich komme aus diesem Dauergrinsen nicht raus. Das ist einfach so geil. Scheiße. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Liga-Rennen-Highlight-Video der MXL. Heute aus Südamerika. Viva Brasilien. Die MXL macht hier Halt. An meiner Seite wie immer mein Teamkollege Knitti. So nah. Und heute wird Chefstratege Dr. Rush von Chibi aka Niklas ersetzt. Hallöchen. Ja, liebe Leute, ihr seht schon Platz 4. Ja, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, bin ich ehrlich zu euch. Knitti auf Platz 13. Es soll alles trocken sein. Sowohl Qualifikation war trocken und auch Rennen wird ebenfalls trocken. Ihr seht schon, Dresscode heute so ein bisschen AlphaTauri-like, ne? Wer weiß, kommt da vielleicht noch das AlphaTauri-Merch? Wer weiß. Ja, also ich bin auf jeden Fall mit der Qualifikationsrunde so weit zufrieden. Wie die aussah, das seht ihr jetzt. Bam! Du bist unter der vorgegebenen Zeit. Safety Car. Capo ist raus! Was? Was? Das ist nicht wahr, oder? Der wird fluchen wie sonst was. Was ist denn da passiert? Ich glaube, Photon und Capo. Direkt vor mir weggedreht. Oh, Scheiße! Ich weiß nicht, ob die sich berührt haben da vor mir, aber direkt also, vor mir war das. Niklas, weißt du mehr? Nein, aktuell nicht. Also ich habe nur gehört von Flo, dass der Flo geschmissen, also gedreht wurde. Aber danach habe ich, ich bin eher bei euch gewesen. Ich habe nur bei Knitti gesehen, dass halt rechts ein paar Leute waren. Und ja, da war ein Spooky vielleicht dabei. Und ein Capo. Den habe ich auch noch gesehen. Capo kam auch echt bescheiden weg. Okay. Ja, dann hat er kassiert. Ja, cool. Ja gut, wir gucken mal vorne, wie es aussieht. Ja. Aber beide sehr schöne Starts, sehr schön jetzt konzentrieren für den Restart. Ich weiß, wann Capo. Ich weiß, wann Sasuke Gas gibt. I knew it! Okay. Schön. So, jetzt kann ich ein bisschen eher ersparen. Hab ein bisschen was verbraucht. Jo.
sehen die Reifen aus? Sehr schön. Das macht Spaß. Ich dachte erst, er macht ihn noch ein bisschen weiter zu, damit ich dann außen vorbeigehen muss, aber das war eben nicht der Fall. Aber echt geiles Racing von uns beiden hier. Okay, jetzt kann ich nichts machen. Ich gehe auf Kampflinie. Ja, mach das. Ich kann natürlich nichts machen, keine Ahnung. Sasuke, du Verrückter! Das macht Laune mit dir! Sonst, wie sagen die Reifen? Das ist nur okay. Okay. Aber wenn er reingeht, tue ich's auch. Mach das. Ich will die Reifen schon mal aus. Bingo. Schon ausgewählt. Jetzt fahre ich so oder so, oder ne? Noch nicht. Noch nicht. Ich komme aus diesem Dauergrinsen nicht raus. Das ist einfach so geil. Scheiße. Es macht einfach so viel Freude. Sasuke, du bist ein Teufelskerl. Aber das feiere ich so. Ich überlege jetzt. Sollen wir nicht? Sag was, schnell. Ich habe dir noch 5 Sekunden. Ja, geh rein, komm. Wir machen Undercut. Gegen Undercut. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. Ah, zu langsam in der Box, Mann! Scheiße! Kommst vor deinem Teamkollege so ungefähr raus oder hinter. Okay. 2,5 Sekunden, Standard. Knitty hat 3 Sekunden, ach wie schade. Cheered. Ist Sasuke rein? Ja, Sasuke und Lukas, beide. Das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Beide Mediums. Aha. Alternativ-Strategy. Hört. Die werden halt jetzt ein bisschen schneller sein, aber danach wirst du ein bisschen halt sehr dominant sein. Aber kommt's vor. Sehr schön. Jawohl. Guter Call. Niklas, guter Call. So, setz dich hinter Knetti dran, dass du der S hast. Dann muss der ja mal kurz abbremsen. Dass ich ins DRS-Fenster reinrutsche. Bisschen langsamer. Kleines bisschen. Jetzt fahr. Versuch Stoff und dann kommuniziert. Redet. Okay, geh fahr rechts. Bingo. Ja. Danke. Bitte. So, Sasuke kommt auch noch. Oh, Matrix ist raus. Was? What happened? We need to know. Spiel crash. Oh, once again.
Sehr schön, sehr schön. Ja, Kampflinie. Ha, mir geht's gut. Für dich zu wissen, Lukas hat eine 5 Sekunden Zeitstrafe wegen rasender Boxengasse. Na, was? Ach, Lukas, was machst du denn, Mensch? Oh, Saskia? Okay, ich geb nach. Nicht, dass er Flügelschaden oder sowas hat. Das wäre natürlich jetzt nicht so schön. Ich glaube, Saskia hat einen neuen Spielpartner. Ja, vielleicht deswegen. Vielleicht schaffst du noch ein paar Sekunden. Vor dir ist... Ach, mein Puls funktioniert nicht. Der steigt die ganze Zeit 83 an. Wir sind ja nicht bei How I Met Your Mother, wo auch immer die Zahl 83 vorkommt. Scheiße. Ja, ich bitte das zu entschuldigen. Saskia, mach keinen Scheiß! Drück, drück, drück! Du musst dir Platz machen. Verdammte Axt, Alter! Was ist denn hier kaputt? So, Saskia, ich tue hier, was ich kann, ne? Das weißt du ja. Das ist jetzt nicht so schön. Ich fahr Kampflinie bis zur Vergeltung. Alter, ich habe einen Krampf im Oberschenkel. Was meinst du, wie weh das tut? Aber ich kämpfe dagegen an. So, Ball kriegst du noch. Okay, komm. Alter, Tibor! Junge! Meine Fresse, war das intens. Wo ist Saskia? Irgendwas mit Tibor passiert. Er hat es mit Tibor berührt, aber bleib konzentriert vorne. Klar. Ja, leichten Stoß von Tibor, aber so lange. Hey, alter Tibor, bist du eigentlich irre? Hey, Jungchen, mach mal halblang. Chill.
Ich habe eine Idee. Das könnte klappen. Und zwar, wenn ich jetzt gleich auf der Stadtzielgeraden nicht überhole. Okay, letzte Chance. Nein! Och Mann, Alter, es ist doch nicht euer Ernst, ey. Verdammt! Oh Mann, dieser verdammte Dreckskörb, Alter! Scheiße! Ach, verdammt! Dritter. Schade. Schade mit den Dreher. Oh Mann, dieser verdammte Dreher! Warum muss es mich bei der 36. Runde erwischen? Warum, Alter? Warum? Köpmasters! Komm, Kelty, heilst du! Komm! Siebter Platz, let's go! Was? Was? Alter! Knitti! Stolz! Alter Verwalter, ich sitze da jetzt richtig! Das war so. Knitti, was habe ich dir gesagt? Eine Alternativstrecke. Ja, danke. So, liebe Leute, hier das Endresultat. Tibor gewinnt vor Saske und meiner Wenigkeit. Lukas, Chris, Jelkajor, Knitti, Vagenetal, Rico und Photon komplettieren die Top 10. Dann Lucky, Fluorocopter, Semota, Kain und Heismet gehen mit Punkte nach Hause. GG dazu. Pistole, Andeon gehen ohne Punkte nach Hause. Und Spooky und Capo hatten ja diesen Startcrash. Oh, Freunde, es ist belastend, ey. Ich dachte erst wirklich, allen Ernstes, ich kriege Tibor noch. Ich hatte mir was überlegt, ja, dass ich ihn auf der zweiten Gerade, da wo Hamilton Verstappen angegriffen hat, da wollte ich ihn haben. Und dann dachte sich der Körb so, nö, können wir den nicht. Ja, muss ich akzeptieren, aber wie dem auch sei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und gerne ein Abo da lassen, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut, tschüss und ciao.